Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Ruhrtalgrillers. Schaut mal hier runter. Das hier ist ein 5 Kilo schwerer Rindernacken vom US Beef. Den habe ich mir eben besorgt. Ein ziemlich imposantes Stück Fleisch, wie ich finde. Wenn ihr erfahren wollt, dass man daraus mehr machen kann als nur Hackfleisch für Burger Patties, dann bleibt einfach dran. So, da bin ich wieder. Ich habe das Fleisch jetzt ausgepackt, etwas trocken getupft, von den gröbsten Fett- und Sehnen- und Silberhäuten entfernt, befreit. Und wir werden das jetzt mit einer Trockenmarinade einrubben. Versteht dieses Video, diese Folge bitte als eine Eingangsfolge zu 2, 3, 4 anderen Folgen, die ich demnächst bei YouTube hochladen werde. Die basieren alle auf dieses Pulled Beef, was wir hier herstellen werden. Lasst euch einfach mal überraschen. So, für den Rub brauchen wir eine Trockenmarinade. Die basiert auf dem chinesischen 5-Gewürze-Pulver. Das habe ich gestern hergestellt. Die genaue Zusammensetzung findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hier habe ich einen großen Schluck gesüßten Weißwein. Ihr könnt aber auch Sake nehmen. Und eine Flasche Sojasauce. Die kommt, fürchte ich, fast komplett auf den Braten. Dann fangen wir mal an. So, wenn ich jetzt hiermit fertig bin, sehen wir uns wieder. So, den habe ich jetzt komplett ringsum sehr großzügig mit dem Trockenrub eingerubbt. Ich hole jetzt den Dutch Oven, wir legen das Stück Fleisch da rein. Dann kommt noch etwas Reiswein bzw. Sake oder gesüßter Weißwein und die Sojasauce drauf. Bis gleich. So, hier haben wir den Topf. Da kommt zuerst ein guter Schluck von dem gesüßten Weißwein oder von dem Reiswein oder dem Sake rein. Von der Sojasauce einen ganz ordentlichen Schluck. Wie ihr gemerkt habt, haben wir, ihr könnt ihr eigentlich gar nicht gemerkt haben, hier in der Marinade ist kein Salz drin. Wir haben das Fleisch auch nicht nachträglich gesalzt. Die Sojasauce ist salzig genug. So, dann legen wir das Stück mal da rein. Das wird gerade so passen. Wunderbar. Noch kräftig Sojasauce oben drüber geben. Und der restliche Rub. Ausgeliehen habe ich mir dieses Rezept von Johnny aus der Grillshow. Der hat das mit einer Unterschale gemacht. Ich mache das mit dem Nacken, der ist ein bisschen dicker. Darum werde ich ein knappes Stündchen länger brauchen und 1, 2 Kohlen mehr oben und unten drunter legen und drüber legen. Ja, schaut euch doch mal das Video von Johnny rein. Ich verlinke das mal hier oben und kann es nur im Johnny-Style jetzt mal empfehlen. Boys and Girls, ballert euch rein. Ich mache jetzt hier den Deckel drauf und draußen brennt schon der Anzündkamin und dann nehme ich euch gleich mit raus und zeige euch, wie ich den Topf aufstelle. Bis dann! So, die Kohlen sind durchgeglüht. Dann wollen wir mal anfangen.
10 Kohlen oberhalb, 10 Kohlen unterhalb. Je nach Witterung, je nach Kohle, je nach Wind muss man gelegentlich mal ein paar nachlegen. Ich schaue nach knapp 1,5 Stunden nochmal nach, was die Kohlen so machen. Und nach ungefähr 3 bis 3,5 Stunden werde ich den Braten einmal wenden. Insgesamt peile ich eine, ja, Gardauer von ungefähr 7 Stunden an. Wir sehen uns. Da bin ich wieder. Und wie immer bei meinen Longjobs regnet es. Dann wollen wir mal den Deckel liften. Das ist jetzt schon ein Geruch, der hier aufsteigt. Das ist einfach nur phänomenal. Schaut euch das an. Das ist echt der Hammer. Das Fleisch ist während der ersten Stunde in der Länge geschrumpft, dafür in der Höhe gewachsen, sodass ich an der Seite etwas abschneiden musste, weil der Deckel angehoben wurde. Naja, ich denke mal, das hat aber funktioniert. Wie ihr seht, der Saft ist drin. Wir werden mal gleich den Topf reinholen und schauen, wie es sich pullen lässt. Leute, ich habe euch erspart, dieses Desaster mit anzusehen. Ich habe es nicht ganz aus dem Topf bekommen. Es ist, wie ihr sehen könnt, butterzart. Es zerfällt einfach. Es ist saftig, es ist weich. Der Geruch ist phänomenal. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist einfach nur mega geil. Da ist es nun, unser fertiges Pulled Beef. Es war einfach in der Zubereitung, hat zwar etwas gedauert, aber in der Zwischenzeit kann man ja Rasenmäher in die Hecke schneiden, so wie ich es gemacht habe. Das ist der absolute Hammer. Könnt ihr sehen, wie das glänzt? Der ausgetretene Fleischsaft verbindet sich mit dem Fleisch und aromatisiert es nochmal nachträglich. Es ist ein Traum. Ja, Leute, das war's. Mein zweites Video bei YouTube. Was lässt sich zu dem Gericht sagen? Es war einfach fantastisch. Da fehlen einem wirklich die Worte, wenn man so etwas Leckeres gegessen hat. Es war die Marinade, die war da, aber sie war nicht vordergründig. Viel vordergründiger war der Fleischgeschmack. Der war aber nicht zu präsent. Also es hatte alles eine sehr ausgewogene Balance. Kritikpunkte habe ich auch. Ich würde beim nächsten Mal ein etwas kleineres Stück nehmen und weniger Kohlen oben und unten. Das soll nicht heißen, dass es zu heiß gewesen ist, es war auch nicht verbrannt. Ach so, dazu fällt mir ein. Ich habe mir eben die letzten Mitschnitte angeschaut. Irgendwie habe ich das mit dem Licht draußen nicht so hinbekommen. Also es wirkt wirklich so, als ich den Dutch-Deckel abgehoben habe, als wenn das Fleisch verbrannt wäre, insbesondere das Stück, was ich an der Seite da hatte. Und unten die Flüssigkeit, also sie war nicht schwarz, das Fleisch war nicht schwarz. Man kann es eher vergleichen mit ja, einer gesmokten Rippe oder Rippchen, kurz bevor es eingepackt wird oder gemobbt wird. Also das war süß, es war butterzart, weswegen ich weniger Kohlen nehmen würde. Ist einfach, dass es manche Stücke in dem Fleisch gab, die hatte ich den, von denen hatte ich den Eindruck, sie seien etwas übergart gewesen. Ist sonst niemandem aufgefallen? Ich hatte den Eindruck, sie hätten ein bisschen mehr Textur im Biss vertragen können. Ja, aber ansonsten, ich bin sehr zufrieden. Darauf basierend folgen jetzt noch ungefähr 3 oder 4 andere Videos. Ihr seht, ich bereite schon alles vor und mir bleibt nur zu sagen, hat euch das Video gefallen, gebt mir einen Daumen nach oben. Habt ihr Anmerkungen, schreibt mir unten in die Kommentare. Wollt ihr mehr von mir sehen, gebt mir einfach ein Abo. Und abschließend möchte ich diesen richtig schönen Tag mit einem schönen Single Malt, und zwar einem Talisker Distillers Edition, und sage Sláinte mhá. Euer Wouter Grill.